Moin Moin, heute möchte ich dir drei Arten zeigen, wie du Acrylglas zuschneiden kannst. Besser gesagt, ich glaube, es sind vier Arten. Und es waren doch vier Arten. Die erste Art kann wahrscheinlich jeder von euch zu Hause nachmachen, und zwar das Ganze mit einem Cuttermesser. Das Cuttermesser sollte natürlich scharf sein. Und die nächste Art wäre eine Stichsäge. Und die dritte Variante wäre eine Tischkreissäge. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das Ganze mit einer Tauchkreissäge oder einer Handkreissäge zusägen könnt. Fangen wir einfach mal mit den einfachsten an, und zwar das Ganze mit einem Cutter zuzuschneiden. Voraussetzung ist natürlich dafür, dass ihr ein scharfes oder dass ihr eine scharfe Klinge drin habt. Ich habe jetzt hier so schwarze, die sind besonders gehärtet und besonders langlebig. Die werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ob du jetzt diese verwendest oder andere, das Ergebnis wird wahrscheinlich dasselbe sein, nur die Klingen halten länger oder bleiben länger scharf. Dann brauchen wir natürlich Acrylglas. Ihr kennt wahrscheinlich meinen Partner für Plattenzuschnitte bzw. Plattenmaterialien. Dort kriegt ihr auch Acryl unterschiedlichen Stärken. Ihr könnt euch auch das Ganze bereits zuschneiden lassen, lasern lassen, fasern lassen, polieren lassen. Also da sind eure Grenzen fast... Ja, da gibt es fast gar keine Grenzen, kann man sagen. Es gibt auch einen Gutscheincode. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dort bekommst du natürlich auch andere Plattenmaterialien wie Siebdruckplatte oder Multiplex. So, ich möchte jetzt mit euch hier 3 mm Acrylglas zu sägen bzw. zu schneiden. Das Ganze wird ja geschnitten. Ist natürlich begrenzt, also bis maximal 3 mm stärker, oder wenn das Material stärker wird, könnte es schwierig werden mit dem Durchschneiden. Ihr braucht eine glatte Unterlage, ganz, ganz wichtig, und irgendwie eine Wasserwaage oder eine Dachlatte, die ihr dann von oben Druck drauf geben könnt. Dann spannen wir das Ganze richtig schön fest, damit uns das Ganze auch nicht wegrutschen kann beim Schneiden. Das wäre nämlich sehr, sehr gefährlich. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, zum Anzeichnen einen Fineliner nehmen. Ich kann euch einen empfehlen mit 0,75 mm Stärke. Damit könnt ihr wirklich tolle Linien ziehen und die sind auch sichtbar. Und was ich euch empfehlen kann, ganz, ganz wichtig, lasst bitte auf beiden Seiten die Schutzfolie drauf. Die schützt nämlich das Acrylglas vor Kratzer. Dann nehmen wir unser Cutter. Fahren die Klinge aus. Ich fahre die immer am liebsten voll aus, damit ich nämlich, wenn ich das Messer bewege, leicht hin und her gleiten kann, wie als ob ich einen Fisch filetiere, also wie so ein Filetiermesser. Und dann gebe ich mit mäßigem Druck ritzig förmlich das Material ein. Das mache ich je nach Plattenstärke, also das sind jetzt hier 3 mm, sprich ich fahre dreimal darüber. Ihr könnt auch 4 oder 5 Mal rüberfahren. Hauptsache, da ist ein Riss drin, aber in der Regel sagt man halt dreimal bei 3 mm. Und dann holt ihr euch die Schnittkante bis zur vordersten Tischkante, spannt das Ganze wieder fest ein. Am besten ist eigentlich, dass man jetzt ein Brett hätte, was bis vorne hingeht. Wie gesagt, am besten ist, wenn ihr wirklich eine Wasserwaage habt oder ein Stück Brett, was vorne bis zur Kante bündig ist, damit das Material nicht so federn kann wie in diesem Fall. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte euch zeigen, dass es so auch funktioniert. Und dann hebelt ihr runter und dann knackt es einmal. Zack. Und dann haben wir eine wirklich richtig schöne, saubere Kante im Idealfall. Und somit könnt ihr beispielsweise bis zu 3 mm starkes Acrylglas zuschneiden. Wortwörtlich. Bei der nächsten Variante verwenden wir eine Stichsäge. Die hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause von euch, der so ein bisschen heimwerkelt oder tüftelt. Und das erleichtert unsere Arbeit ungemein. Ihr könnt natürlich auch wieder als Führungsschiene oder Helfer eine Wasserwaage nehmen oder ein Kantholz, wenn ihr gerade Linien sägen wollt. Und um einen perfekten 90-Grad-Schnitt zu erzielen, kannst du natürlich auch noch einen Winkel verwenden, den dir sauber anlegen und das Ganze dann festzwingen und zusägen. Und dann solltest du... Wenn deine Stichsäge die Drehzahl einstellen kann, meistens gibt es von 1 bis 6 die Drehzahl, dann stellst du das Ganze auf 4 ein, nicht zu langsam, dann reißt das Material bzw. kann springen. Und wenn du die Stichsäge zu schnell einstellst, kann es dadurch sein, bzw. durch die Geschwindigkeit wird das Material warm, verklumpt und springt dann auch wieder.
Pendelhub unbedingt auf Null stellen, wenn du ein Pendelhub hast. Der Pendelhub, was macht der? Der bringt das Sägeblatt zum Schwingung nach vorne und nach hinten. Somit hast du mehr Abrieb bzw. kannst viel mehr schneiden. Das brauchen wir hier nicht, denn dadurch entstehen wieder Risse bzw. dadurch kann das Material wieder springen. Als Sägeblatt kann ich dir ganz klar empfehlen, ein Sägeblatt zu verwenden, was nicht zu große Zähne hat. Dadurch wird das Material auch wieder angegriffen und es neigt dann zum Springen. Zu kleine Zähne bzw. zu einem kleinen Zahngrund führt dazu, dass der Span sich ganz schnell hier festsetzen kann. Das Ganze wird warm, verklumpt und dann habt ihr auch wieder den Effekt, dass das ganze Material springt oder euch einreißt. Ich habe jetzt hier ein mittleres Sägeblatt genommen. Damit müsstet ihr eigentlich super Ergebnisse erzielen. Was machen wir? Ganz klar, bevor wir das Ganze ansetzen, ist es ganz, ganz wichtig, dass das Sägeblatt erstmal zum Laufen kommt und dann ins Material eintauchen. Sprich, nicht gegen das Material drücken und die Stichsäge anmachen, sondern die Säge anmachen und dann gegen das Material führen. So sieht das Schnittergebnis aus. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit einer Stichsäge. Man muss sich da so ein bisschen reintasten, muss ich sagen. Ihr dürft natürlich nicht zu langsam einen Vorschub wählen, aber auch nicht zu schnell. Wenn ihr zu schnell macht, wird das Ganze ruppig und es reißt. Und wenn ihr zu langsam sägt, kann es, wie gesagt, dazu kommen, dass das Ganze schmilzt und dann auch wieder reinreißt. Aber wie ihr hier sehen könnt, haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Vorschub gewählt. Und das Ergebnis ist wirklich toll. Natürlich könnt ihr sowas später dann auch nochmal polieren, so dass ihr da wieder ins Material hineinschauen könnt. Darüber gibt es dann ein extra Video. Und natürlich könnt ihr mit so einer Stichsäge auch Rundungen und so weiter und so fort aussägen. Also eigentlich ideal für den Einsteiger, um jetzt Acryl zuzusägen. So, für die Fortgeschrittenen, die wirklich schöne, gerade, saubere Kanten haben möchten und wirklich massenhaft an Acryl zuschneiden wollen, kann ich eine Tischkreissäge empfehlen. Dieses Thema oder diese Tischkreissäge sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Ich bin sogar der Meinung, dass es gefährlicher ist, hier Acryl zuzuschneiden als Holz. Weil mir ist es letztens schon mal passiert, es gab so ein, ich glaube Kickback nennt sich das Ganze, das Kreissägeblatt hat sich das Material geschnappt beim Zuschneiden und hat mir dann förmlich das Ganze in den Bauch geschossen. Ich kann von Glück sagen, dass ich wirklich eine ganz, ganz große Anlagefläche hatte, dass sich das Ganze nicht in meinen Bauch hineingebohrt hat. Und Acrylglas ist natürlich, ja, man muss einen gewissen Vorschub wählen, man braucht das richtige Sägeblatt. Das sind so Dinge, natürlich beim Holz auch, aber Holz, bin ich jetzt der Meinung, verzeiht einem das mehr als so ein Kunststoff. Dann kann noch hinzukommen, dass das Ganze anfängt zu schmelzen und dann verklumpt das Ganze und die Gefahr ist einfach größer, dass sich das ganze Material mir um die Ohren fliegt. Trotz alledem könnt ihr das Ganze auch einer Tischkreissäge zusägen. Natürlich auch hier wieder einen Gehörschutz verwenden. Keine Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Die Gefahr ist ziemlich groß, dass ihr ins Material hineingezogen werdet. Dann empfehle ich euch, das Sägeblatt bitte maximal 1 Zentimeter über das Werkstück, was ihr sägen wollt, hochfahren. Sprich, so solltet ihr nicht sägen. Wenn mal was passiert, nicht, dass ihr dann reinfällt oder reingezogen werdet und dann ist gleich die ganze Hand ab. Wenn ihr jetzt vielleicht 1 Zentimeter oben habt, dann habt ihr vielleicht eine ganz, ganz böse Schnittwunde, aber man kann vielleicht noch den Finger oder die Hand retten. Ganz, ganz wichtig. Dann ist es wichtig, oder es kommt auf das richtige Sägeblatt drauf an. Dieses Sägeblatt hier ist ein Wechselzahn und ein hartmetallbestücktes Blatt. Sprich, wir haben überall kleine Hartmetallstücke, die hier drauf gelötet worden sind. Und das ist eigentlich ideal, um so ein Acrylglas zuzuschneiden. Es gibt unterschiedliche Sägeblatttypen oder Form oder hartmetallbestückte Zähne, die in einen unterschiedlichen Winkel geschliffen sind. Darüber gibt es ein extra Video, das ist ein bisschen älter, aber das werde ich dir mal hier oben verlinken, wenn dich das interessiert. Worauf solltest du jetzt hier achten? Dass du ein hartmetallbestücktes Blatt hast, dass der Grundzahn, das ist hier diese Ausbuchtung, wo sich die Späne abtransportiert wird, dass der nicht zu klein ist. Es gibt wirklich kleine, blende ich mal jetzt hier ein. Da kann es ganz schnell dazu kommen, dass das Ganze verstopft bzw. verklumpt und dann hast du wieder diesen ruppigen Effekt, dass das Ganze anfängt zu springen, das Material. Also sehr, sehr gefährlich bei einer Tischkreissäge. Wenn du einen zu großen Zahn oder Zahngrund wählst, dann ist die Gefahr ziemlich groß, dass er das Material förmlich rausschlägt.
schlägt und dann kann das ganze Material auch wieder anfangen zu reißen. Bei einer Tischkreissäge ist natürlich auch der Vorschub ganz, ganz wichtig. Nicht zu langsam und auch nicht zu schnell. Die meisten wollen das Ganze zu schnell sägen und dann kommt es auch wieder zu einem Unfall, beziehungsweise dass das Ganze dann anfängt zu springen oder zu knallen. Und was ihr natürlich auch verwenden sollt bei so einer Tischkreissäge, wenn ihr solche Sachen zusägt, vor allem kleine Sachen, verwendet ein Schiebebrett bzw. ein Schiebestock, wie ihr euch das Ganze bauen könnt. Das werde ich euch auch mal hier oben verlinken. Und ein Video zur Bedienung zur Tischkreissäge, das ist ein Zweiteiler. Dieses werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn du da Interesse hast. So sieht jetzt die Schnittkante an, ein bisschen ruppig, ist aber nicht so schlimm. Wir haben einen schönen, sauberen, geraden Schnitt bekommen und das Ganze ausrissfrei, ganz, ganz wichtig. Wie ihr diese Kante wirklich so polieren könnt, dass ihr hindurchschauen könnt, das zeige ich euch, wie gesagt, in einem anderen Video. Die vierte Art oder Variante ist eigentlich genau das gleiche wie mit der Tischkreissäge, mit einer Tauchkreissäge. Nur mit einer Tauchkreissäge ist das Ganze, ich persönlich finde es um einiges sicherer als mit einer Tischkreissäge. Und dafür solltet ihr natürlich auch ein scharfes Sägeblatt verwenden. Das gilt übrigens bei aller Arbeiten, dass ihr überall ein scharfes Blatt verbaut. Ich werde das Ganze jetzt mal wechseln und dann kannst du auch anhand mit einer Führungsschiene wirklich schöne gerade Schnitte machen. Hier empfehle ich dir auch wieder, oder nicht eine zu hohe Drehzahl zu wählen, aber auch nicht eine zu niedrige Drehzahl. Es kommt halt auf den Mix drauf an und natürlich auch auf den Vorschub. Nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Und dann erzielst du damit wirklich sehr, sehr schöne Schnittergebnisse. Und das waren die vier Arten, wie du Acrylglas zuschneiden kannst. Mein persönlicher Favorit ist die Tauchkreissäge und die Stichsäge, ganz klar. Wenn du noch mehr über Acrylglas wissen möchtest, wie du das Ganze bohren kannst, darüber gibt es ein extra Video, das werde ich dir mal hier verlinken. Und ganz, ganz wichtig, unten in der Videobeschreibung wartet der Gutscheincode auf dich. Und Plattenzuschnitt 24 hat auch immer einmal im Monat Kundenprojekt des Monats. Da könnt ihr mitmachen, wenn ihr dort Plattenmaterialien gekauft habt. Dann könnt ihr euch dort bewerben und könnt, ich glaube, auch was gewinnen. Ich weiß es nicht so genau. Checkt unbedingt die Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis nächste Woche, Freitag, 19 Uhr. Euer Mr. Handwerk. Bis dahin.